Der erste Tag nach Weihnachten ist einer der frequenzstärksten für den Einzelhandel. Nicht nur in Niederbayern generell, sondern auch bei Modelib in Eching ist weihnachtliche Besinnlichkeit längst wieder der üblichen Service-Mentalität gewichen. Ich denke, dass da der Zulauf mit Sicherheit sehr groß sein wird, gerade weil eben das Wetter auch uns dann wieder zugutekommt. Kein Schnee liegt nicht, das zum Skifahren gehen. Also was kann man Besseres da in den Feiertag oder zwischen den Feiertagen kann man einkaufen gehen. Vor allem vom 2. Januar, dem Brückentag nach Silvester, erhofft sich CCL-Manager Matthias Grah ein gutes Nachweihnachtsgeschäft. Zumal dann auch die Letzten ihr Monatsgehalt bekommen haben dürften. Doch auch wenn sich das Wetter positiv auf den Handel nach Weihnachten auswirkt, im November und Anfang Dezember waren nur wenige in vorweihnachtlicher Kauflaune. Das ist geschuldet sicherlich auch einer viel zu hohen Temperatur von um die 15 Grad. Man kann sagen, angezogen hat es ca. 14 Tage vor Weihnachten, da wurde es deutlich stärker. Ob das mit der parallel erfolgten Eröffnung unseres Sportanbieters Hervis Hand in Hand geht, wage ich jetzt mal in Frage zu stellen. Ich denke, es war der allgemeine Punkt, dass jetzt man gemerkt hat, Mensch, ich möchte doch noch was zu Weihnachten haben, selbst wenn die vorweihnachtliche Stimmung noch nicht so ausgeprägt war. Auch wenn aufgrund der Temperaturen die Wintersachen eher an den Ständern hängen geblieben seien, sei man insgesamt zufrieden, resümiert wiederum Gabi Schraufstetter. Zumal der Handel mit einer Sortimentsumstellung bereits auf die milderen Winter reagiert habe. Auch sie kann einen weiteren Trend nur bestätigen. Es wird überlegter einkauft, das sicherlich. Nach wie vor steht der Gutschein an erster Stelle als Weihnachtsgeschenk, weil sie einfach der Beschenkte selber aussuchen kann, was er will, und dann sind auch die Umtäusche nicht mehr so groß. Stellt sich nur noch die Frage, ob die vielen Altstadtgänger in Landshut am Montag tatsächlich schon Gutscheine einlösen oder doch eher mit dem ein oder anderen gut gemeinten Geschenk unter dem Weihnachtsbaum unzufrieden waren. Es wird überhaupt nichts umtauscht, weil ich habe alles gekriegt, was ich wollen habe. Ja, und jetzt kauft man halt das, was wir nicht zu Weihnachten gekriegt haben. Es wird nicht umgetauscht, weil wir selber haben uns eigentlich nur eine Kleinigkeit geschenkt, weil wir, uns geht es eh gut und wir haben das ganze Jahr eigentlich hier Weihnachten, wenn man es so nimmt. Wir haben recht zufrieden, haben alles gekriegt, was wir wollten. Und die ganze Familie war beieinander, das war für uns das Wichtigste. Kinder waren da, gell? Mhm. Und das war das Schönste. Nein, das sind nicht so die Einkäufe, die wir dann noch jetzt vielleicht reduziert durch Weihnachten jetzt noch gekauft haben. Nee, also umgetauscht wird gar nichts. Wir haben auch Gutscheine verschenkt. Von daher ist alles gut. Umgetauscht wird nichts. Es wird gar nichts umgetauscht. Wir haben nicht viel geschenkt und über das Wenige haben sie sich gefreut. Die Landshuter sind eben durch und durch bescheiden. Übrigens, rein rechtlich hat man keinen Anspruch auf einen Umtausch. Lediglich Online-Einkäufe sind davon ausgenommen. Doch die meisten Händler zeigen sich hier tatsächlich sehr kulant. Jetzt steht noch Silvester vor der Tür, aber mit dem neuen Jahr kehrt dann wahrscheinlich auch in den Ladenstraßen endlich wieder Normalität ein.